Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. Einige von euch werden vermutlich auf der TwitchCon sein. Ich bin nicht da, aber ich habe zwei weitere Infos, die ich mit euch gerne teilen wollen würde. Erstens ist Dankeschön, weil dank euch haben wir jetzt schon den zweiten Stream für unser Sponsoring am Laufen. Der findet heute tatsächlich statt. Wir spielen eine Stunde Rise of Kingdoms. Wir waren am Anfang sehr skeptisch, was dieses Spiel angeht, aber jetzt mittlerweile ist das Bündnis schon sofort voll und ihr spielt das super aktiv. Das macht mich super happy, weil das Spiel macht doch wirklich sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wir schauen heute nochmal eine Stunde wieder rein on Stream. Wie viele von euch wissen, ich bin euch nicht nur sehr, sehr dankbar mit meinen Worten, sondern für das Placement den ersten Meilenstein von 50 Installs. Wir müssen nur das Rathaus auf Stufe 5 bringen. Joint gerne dem Discord, wenn ihr da nähere Informationen haben wollt. Haben wir schon erreicht, deswegen verlosen wir einmal Merch unter den 50 Teilnehmern. Wenn wir den Meilenstein von 100 Installationen schaffen, verlosen wir gleich zweimal Merch. 150, 180 und so weiter und so fort. Ihr habt noch Zeit bis Sonntag. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen wollen würdet. Ich packe euch den Link unten gerne in den Top-Kommentar rein, aber absolut gar keine Pflicht. Es wäre nur eine Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen. Ansonsten die zweite Information betrifft auch weiterhin das Streaming, weil diesen Samstag, also morgen, werde ich es sehr schwer haben, live on Twitch zu streamen. Deswegen dachten wir, wir packen das Ganze in eine Live-Bühne. Ja, tatsächlich auf der Anime-Messe in Babelsberg spiele ich Genshin mit euch. Und im Anschluss gibt es nochmal ein Speed-Quiz für die ganzen Cosplays, die da sind. Diese Offline-Events, Leute, mache ich in erster Linie einfach nur, damit ich euch auch vor Ort treffen kann. Einige haben schon zugesagt, dass sie kommen werden. Und da hoffe ich, dass ich viele von euch am Samstag treffen kann, vielleicht zum zweiten Mal oder auch vielleicht zum allerersten Mal. Und jetzt starten wir mit dem Video. Bleibt dran! Leute, 2.8 ist released worden und 2.8 hat so einige Sachen in petto. Das vermutlich Wichtigste, was 2.8 zu bieten hat, ist die aktuelle Aktion, die jetzt 39 Tage und paar Stündchen noch geht. Es ist ein Sommeraufenthalt am Meer. Wir hatten das letzten Sommer schon und die Sommerinseln werden seitdem vermisst. Und jetzt können wir endlich wieder die Sommerinseln erkunden. Und diesmal sieht das alles nochmal ein bisschen anders aus. Andere Charaktere sind gefeatured. Es gibt ein kleines Problemchen bei der ganzen Sache, finde ich. Neulich werden es schwer haben. Ihr müsst Abenteuerstufe 32 erreicht haben und die Quest von Kasua absolviert haben. Dann seid ihr good to go, um an diesem Event teilhaben zu dürfen. Warum ich das Ganze als Downside sehe, halt mit diesen Restriktionen, ich kann es verstehen, dass es storytechnisch Sinn macht, aber gekoppelt an dieses Event ist ein anderes Event und zwar eine kostenlose Möglichkeit, eins der super krass begrenzten Skins zu bekommen und diesmal ist Fischl diejenige, die einen Skin bekommt. Und ja, ihr habt richtig gehört, ihr bekommt das kostenlos, wenn ihr diesen Auftrag hier absolviert. Allerdings müsst ihr zuvor, wie schon bereits erwähnt, Abenteuerstufe 32 und diese Quests absolviert haben. Das Ganze schauen wir uns heute live on Stream an. Bin schon sehr, sehr gespannt. Wir beginnen heute schon um 14 Uhr, damit wir genug Schlaf haben für morgen, weil ich noch ein bisschen was vorbereiten muss, ne? Aber das war nicht alles. Das ist das Highlight. Ihr könnt euch alle Sachen hier nochmal unter dem Punkt Höhepunkt der Version durchlesen. Leider stehen da wirklich nur die Höhepunkte. Ist ganz cool gemacht, aber mein Spiel hat sich aufgehangen, wenn ich auf ein paar Sachen zu schnell geklickt habe. Eine neue Figur ist released worden. Shikano in Heizo. Wir haben ihn on Stream gepult und ich bin hin und weg. Der Guide zu ihm folgt noch sehr bald. Und ja, ich habe die Synchronsprecherrolle übernommen. Nein, habe ich nicht. Trotzdem witzig, er ist extrem stark. Es macht übertrieben viel Spaß, mit ihm zu spielen. Dann gibt es eine neue Waffe und viele von euch haben mich darum gebeten, meine Meinung zu dieser Waffe zu nennen. Ich kann euch prinzipiell Folgendes sagen. Diese Waffe bekommt ihr Free-to-Play, wenn ihr die Story-Quest von Kasuha absolviert. Das ist sehr neu. Ja, ihr könnt tatsächlich wieder eine neue Free-to-Play-Waffe bekommen, indem ihr die Story-Quest von Kasuha absolviert. Ich erhoffe mir dadurch Folgendes für die Zukunft, dass das öfter passieren wird. Dass wir sozusagen in Tsumeru auch ein paar Quests bekommen werden, wo wir dann Free-to-Play-Waffen bekommen. Weil jeder sagt immer, oh, welche Free-to-Play-Waffe? Es gibt gar nicht so viele Free-to-Play-Waffen. Es gibt den Fang, es gibt diese Waffe jetzt. Dann gab es Event-Waffen, die sind aber temporär nur erlangbar gewesen. Dann gibt es im Steinschneider-Prototyp. Selbst die Craftable-Waffen sind nicht wirklich Free-to-Play, weil man sehr viel Glück braucht, um diese Blaupausen zu bekommen. Aber ja, deswegen ist es sehr gut, dass unser Repertoire erweitert worden ist durch dieses Dämonenschwert. Der Effekt dieser Waffe ist und bleibt auf Verfeinerungsgrad 1. Soweit mir bekannt ist, weil wir bekommen keine weiteren Verfeinerungen für diese Waffe. Als Mainset 500, 510 Angriff ist ganz gut. 41 Angriffs Bonus ist recht hoch. Also Angriff, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Und ihr bekommt einen Effekt. Alle 8 Sekunden könnt ihr einen Skill triggern, welcher erstens Flächenschaden von 180% des Angriffswerts verursacht und auch nochmal die Gegner ein bisschen zusammenzieht. Des Weiteren gibt es nochmal einen Angriffsbonus, der 8 Sekunden hält von 15%. Meine ganz klare Meinung zu dieser Waffe ist, sie ist sehr gut, wenn ihr sie habt. Vor allem, wenn ihr neu seid im Spiel, könnt ihr diese Waffe vermutlich auf so vielen Charakteren spielen, das ist nicht mehr feierlich. Ihr könnt es auf Kaya spielen, ihr könnt es auf dem Reisenden spielen, egal was für eine elementare Ausprägung ihr gerade auf dem Reisenden spielt. Klar gibt es vielleicht optimal bessere Waffen, aber das heißt nicht, dass diese Waffe schlecht ist. Ja, im Gegenteil, sogar eine Jean würde von dieser Waffe sehr gut profitieren. Eine Chi-Chi sowieso, diese Waffe ist super gut für Chi-Chi. Und bei Kishin würdet ihr auch nichts falsch machen. Also eigentlich ist die Waffe im guten Mittelfeld, für einige Charaktere in einem besonderen Bild sogar oberes Mittelfeld. Fischl ist nicht
nicht der einzige Charakter, der aktuell einen neuen Skin bekommen hat. D-Luke hat ebenfalls einen weiteren Skin bekommen. Haben wir uns natürlich direkt gegönnt. Und Leute, ich muss sagen, es sieht extrem cool aus. Und diesmal gibt es eine Besonderheit. Ihr wisst ja, ich bin Jean-Fanatiker und deswegen hatte ich das Glück, HoYoverse angerufen und bekam natürlich den allerersten 5-Star-Skin im Spiel. Nein, aber es gibt einen besonderen Unterschied zwischen dem Skin von Jean, 5-Star-Charakter, und von D-Luke. Bei D-Luke haben sich viel mehr Mühe gegeben für ein paar weitere Sachen. Er hat unterschiedliche Voicelines bekommen. Seine Idle-Animation ist anders. Seine Frisur hat sich deutlich geändert. Wenn ihr euch das mal anschaut, ist das bei Jean ein bisschen anders gewesen. Schaut mal, Jeans Haare sehen so aus. Ja? In egal eigentlich, was für einem, ich halte immer noch die 3 oben, Skin sie gerade ist. Bei D-Luke hingegen, weiß ich noch so gut zum Release, wo wirklich viele Leute gesagt haben, es ist echt cool, dass er lange Haare hat, aber ich wünschte, der Zopf wäre weiter oben, weil das sieht einfach Boss aus. Und siehe da, es sieht wirklich Boss aus. Noch weiter geht es sogar, dass seine Kampfanimationen, also seine Skill-Animation, einen anderen Effekt haben. Ihr könnt gerne bei dem lieben Remus vorbeischauen, weil da hat er nochmal diese Gegenüberstellungen gemacht, aber ich kann euch hier nochmal zeigen, dass die Flammen einfach dunklerer Natur sind. Und das sieht actually cooler aus. Ist ein kleiner, feiner Unterschied. Bin ich ganz ehrlich, ein kleiner, feiner Unterschied. Aber das Ganze hat auch seinen Preis, leider. Anders als beim Skin von Fischen habt ihr nicht hier die Möglichkeit, temporär, das Ganze kostenlos zu bekommen. Nein, ihr müsst tatsächlich das Ganze kaufen. Jetzt aktuell, solange Patch 2.8 gültig ist, habt ihr einen Rabatt von 20% drauf. Denkt dran, ist nun limitiertes an. Also falls ihr mit dem Gedanken spielt, diesen Skin euch zu holen für D-Luke, muss man auch nochmal wirklich fairerweise sagen, gerade diese Standard 5-Sterne-Charaktere zu bekommen, ist nicht immer so einfach, ne? Dann ist jetzt der Moment. Einfach 20% sparen. Über die Preispolitik kann man sich wie immer streiten. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, es ist ein gelungener Skin und gibt uns natürlich mehr Hoffnung, dass die ganzen Skins in der Zukunft auch noch weitere Details haben werden, die vorher bei den Standard-Outfits halt einfach nicht da waren. Aber der Patch 2.8 hat noch eine weitere Sache für uns in petto. Und zwar wurden ein paar Spielmechaniken geändert. Und das sind nicht nur einfach irgendwelche Spielmechaniken, sondern endlich mal ein Buff für Venti. Ja, tatsächlich. Obwohl jetzt gerade der allmächtige Kazuha einen Rerun hatte und wir ihn uns auch geholt haben und ein neuer Animo-Charakter released worden ist, Ezo, der sehr stark ist, hat endlich unser Venti-Mann einen Buff bekommen. Seht ihr diese hässlichen kleinen Gespenster da drüben? Ich möchte Folgendes sagen. Wir dürfen jetzt alle applaudieren, denn Venti als Animo Arcan, als Gott, hat endlich die Möglichkeit, diese fliegenden, nervigen Gegner zusammenzuziehen. Allerdings nur, wenn sie nicht gerade in Rage sind. Wenn sie in Rage sind, haben sie eine Immunität dagegen. Das finde ich vollkommen fair. Und nicht nur Venti kann die zusammenziehen, auch Kazuha. Dennoch ist das huge, weil das heißt, endlich hören die mal so ein bisschen auf uns. Aber leider nur ein bisschen auf uns. Klee hat einen Rerun, also packen wir Klee auch schön in die Truppe. Und achten mal, ob Klees Bomben jetzt wieder zusammengezogen werden vom lieben Ventimann. Ich möchte noch weiter hinzufügen, dass das nicht alles ist, sondern die Gespenster haben auch prinzipiell weniger HP. Tatsächlich schon. Oh, da sehen wir das. Da sehen wir es. Schaut mal hier. Die Anzeige, dass die halt gerade aggro sind, die sind nicht voll. Die ist nicht voll. Deswegen kann Venti die zusammenziehen. So müsste es sein. Es gibt einfach gar keinen Grund, warum es hätte anders sein sollen. Es gibt keinen Grund dafür. Okay, ich habe ganz verkackt. Wir müssen jetzt nochmal zu anderen Gegnern gehen, damit Venti die auch zusammenziehen kann, wenn er sie dann zusammenziehen kann. Spoiler erkannt. Also prinzipiell bin ich schon sehr, sehr froh, dass Venti jetzt endlich diese scheiß Gespenster zusammenziehen kann. Aber ich finde eine Sache nicht sinnvoll. Die haben die Lebenskapazität von den Gespenstern, die haben die HP einfach reduziert. Warum haben sie die Gegner schwächer gemacht? Ich meine, wir wollen eigentlich stärkere Gegner, wenn wir schon länger in dem Spiel sind. Das ist genau das, was wir wollen. Und mehr Gegner. Wir wollen unbedingt mehr Gegner. Schaut mal, ich muss jetzt hier schon wieder rumlaufen, bis ich wieder irgendwelche Gegner finde. Zack. Bum, bum, Bakudan. Da sind die Bömmchen auf dem Boden. Da sind sie. Und kann Ventimann sie zusammenziehen? Nein. Seit Patch 1.0 immer noch nicht. Kann er nicht. Warum sollte er auch? Das ist natürlich immer noch so ein kleiner Downside. Wenigstens nur die Gespenster. Aber immerhin, das ist ganz gut. Außerdem wurde der Schaden von einem dieser Samurai, den ihr jetzt eben gerade gesehen habt, ne, auch noch reduziert für Weltstufe 3 bis 6, soweit ich mich recht erinnere. Das heißt, wenn ihr gerade in dem Auflevel-Prozess seid, werdet ihr weniger Damage kassieren. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Wir haben auch eine Umfrage gestartet, on-stream. Und viele waren der Meinung, dass es eigentlich nicht notwendig war, HP von denen zu reduzieren. Aber diese Crowd-Control-Sache, dass man die zusammenziehen kann, die Gespenster, das war wohl wirklich sehr appreciated. Im Großteil. Ansonsten gibt es noch eine weitere Sache, worüber ich gerne reden wollen würde. Jetzt hier nur ganz kurz. Dafür mache ich noch ein dedicated Video. Hierzu hat sich nichts getan. Falls ihr nicht wisst, was ich genau meine, Attributreferenz. Das ist das, was ich meine. Wenn ihr jetzt auf die Feder geht, werdet ihr sehen, 100% der Leute spielen Angriff auf Venti. Das ist der Main-Stat. Aber wie gesagt, das machen wir in einem gesonderten Video, weil da muss ich mich so richtig krass auslassen. Das ist wirklich gut gedacht, aber absolut
banal umgesetzt. Wirklich absolut low IQ Move. Aber Thema für ein anderes Video. Im Großen und Ganzen, Leute, bin ich sehr zufrieden mit Patch 2.8. Besonders wegen Heizo. Dieser Boy hat dafür gesorgt, dass das Kämpfen wieder extrem viel Spaß macht in Genshin Impact. Weil wir so viele verschiedene neue Sachen halt testen können jetzt endlich wieder. Also bin ich umso gespannter auf Sumedo und damit die Dendro-Charaktere. Aber heute werden wir um 14 Uhr die Kazuha Story Quest machen. Vielleicht noch die Shikanoin Heizo Story Quest. Und dann direkt in die Sommerinseln uns stürzen. Bleibt gesund, bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Vielen lieben Dank.